Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Minecraft Crash Landing zusammen mit dem Bunny, den Vorstadt und den Robert. Mahlzeit. Hallo. So, wir stellen mal ein bisschen Säure her. Säure. Ja. Zutaten liegen in der Werkbank. Ja, was muss ich damit machen? Rezept 5368. 5368. Ach, da, der Eimer da. Alles klar, zwei Spinnenaugen, ein Wassereimer, zweimal grünes Plastik. Okay. Ja, ist ja alles schon hier drin. Muss ich genau, rausnehmen. Haben wir ja schon passend gesammelt. Dann alles mal hier gleich in die Schemba rein. Ja, einen Moment. Vorstadt, machst du hier bei uns einmal hier vorne noch komplett hoch? Direkt vor ja, der. Ich wollte dahin jetzt gerade so. Ne, ich meine hier direkt auch nochmal, dass wir da keine Stufe haben, weil sonst ist das nachher schwer hier zu arbeiten. Musst du nur Freezy einmal beiseite gehen? Bleibt so. Achso, wir ja, lassen eingebuddelt. So ist schon okay. Passt doch schön. Drei davor, passt doch. Da mal drei davor als Übergang. Ach so. So, wer hat die Kohle wieder? Die habe ich wieder. So, wir stellen ein wenig Säure her. Ist eine schöne Kombination, ne? Ja. In der Vorstadt macht uns auch wieder ein paar. Da war alles gemacht werden, ne? Ja. Irgendwann müssen wir was machen, ne? Los. Oh, Vorstadt, du bist ein kleiner Schlingel. So, also. Hat noch wer Cobwebs Iron? Ich glaube, ich kotze gleich. Ich glaube, ich kotze gleich. Wieso? Ich habe jetzt gerade herausgefunden, warum mein Interface immer abgekackt hat und jetzt habe ich ein neues bestellt. Oh. Wieso hat dein Interface immer abgekackt? Weil ich wahrscheinlich die Soundkarte von mir komplett runterpegeln muss und nur das vom Interface hochdrehen muss, weil seitdem ich das jetzt gerade gemacht habe, kommt es. Jetzt einmal frei. Dö. Halt's Maul, ey. Du weißt doch, wer den Schaden hat, ne? Ja. Muss sich um den Spot nicht kümmern. Soll ich hol mal neues Wasser. Brauchst du auch noch was? Nee, ich hab vorhin. Oh, boah, schon wieder leer? Ja, ich bring dir mit. Dann kannst du da hinten nämlich gucken. Jo. Ja, du musst überlegen, wir verbrauchen hinten jetzt ein bisschen mehr Wasser. Weil's warm ist dort hinten. Genau. Aber ich zeige dir gleich nochmal einen Trick. Oh. Wir haben einen Vorteil gleich. Wir haben da hinten gleich eine unendliche Wasserquelle. Easy. Ja. Da bleiben. Ja, ich muss Robert eben zu voll kotzen. Druck, zu viel Druck und das Ding fliegt in die Luft. Das geht zwar nicht allzu schnell, aber irgendwann ist es dann soweit und dann. Dann hast du es nicht mal auf Video. Das wäre schon echt bald. Bitte. Ja. So, ich schieße dir mal hier 4 in die Werkbank. Los, ich will Säure und das über Roberts kleinen Pimmel schmeißen. Da, jetzt ist passiert. Ja, das wieder. Kannst du aber gleich mal komplett vergessen, ne? Oh, scheiße, schon wieder verpasst, ey. Ja! Ah, komm mal zum Beispiel. Freezy verpasst alles. Ja, ja. Ah, was? Freezy, was hast du in deinem Leben nicht verpasst? Deine Geburt auf jeden Fall immer nicht. Weil ich gehört habe, habe ich geschlafen. Was? Da kam nur ein Eimer raus. Ein Eimer, ja.
So, ich habe jetzt gerade ein Leck. Oder ist bei mir jetzt abgeschmiert? Ne? Gerade mega Leck, weil... Sind die Wasserdinger da für mich? Ja. So. Jetzt habe ich hier gerade mega Leck. Gut, dass ich sie jetzt nicht mehr habe. Ja. So, was soll ich jetzt... Ach, jetzt haben wir die Säure und jetzt haben wir eigentlich eine Quest fertig, ne? Ja. Jo. Jawohl, jetzt kriegen wir nämlich... einmal alles einsammeln hier. Ah, wie war nochmal von der Solarbox? Von der UV-Box. UV-Box, ja. Ja. Hast du denn noch die Säure? Nö. Die müssen wir nämlich nochmal herstellen. Oh je. Ja. Ah, wo ist mein... Da ist mein Schwert. Sprich, wir müssen nochmal... Was dann vorschaut? ...anpflanzen, ne? Nix. Weil wir brauchen zwei Plastik. Hat jemand gerade mein Schwert aufgesammelt? Bunny oder Freezy? Ich glaube, irgendeiner hat gerade mein Schwert aufgesammelt. Ich? Ja, ich hab da irgendwas rumgeworfen. Was hast du denn da für ein Star Wars Ding gebaut? Entschuldigung. Das war aber langweilig. Ich brauch genug Mehl. Ja, hier. Hier unten sind zwei Stacks drin. Oder eineinhalb Stacks. Das kann ich, so. Ich tausche ja. Gegen mein Schwert zurück, wenn's Robert nicht einsammeln will. Ich hab's gerade in die Kiste gelegt. Brauchstein. Ja, so viel brauche ich nicht. Ich brauche mir ein paar. So. So, ich bin dann mal wieder weg. Lass mal wieder ein bisschen was explodieren hier. Ah ja, nur zu. Haben wir ja noch Spinnenaugen? Mal in der Küche gucken. Oh, es wird nachts gekämpft. Hab ich eine Beschäftigung. Jo. Vorstellt der Spinnenpeter. So, noch ein paar Tote. Ich tu mal noch mal ein bisschen hier Plastik. Ab 6 können wir ja. So, Freezy? Ja. Komm mal im Pier rüber. Nimm mal hier ein bisschen Bogenmehl. Wenn du Bogenmehl auf der Karte anhältst, siehst du oben ja immer so einen Doppelpunkt. Ja? Ja. Bis 6, dann kannst du abbauen. Wenn du über 15 kommst, explodiert die Pflanze. Lightning Plant Seeds bringt's, macht hier nicht viel. Das ist dann beim anderen Modpack wieder interessant. Dann würde Tag, glaube ich, passieren. Dann das Tag. Sag kommt. Mal, sieht einer von euch. Was denn? Hallo, vergiss es. Ich denke mir die ganze Zeit, ich sehe ein Enderman auf der Karte, dabei ist es Robert. Und ich denke mir die ganze Zeit, hä, hier läuft doch nur Robert, da ist kein Enderman. Er läuft, ne? So, wir haben wieder genug Plant Seeds. Da müssen wir jetzt. Das ist jetzt gemein. So, ich gehe mal wieder hier rein. Das lege ich noch mit rein. Das legen wir mal mit rein. Das legen wir mal mit rein. Jawohl, Vorstadt. Ja. Was wir nämlich brauchen, ist auf jeden Fall Compressed Iron wieder. Können wir auch Verzauberung herstellen? Compressed Iron können wir jetzt auch hier mit dem Gerät herstellen. Aber ich habe 14 Stück in der Tasche. Du hast 14 Compressed Iron noch in der Tasche? Ja. So, dann das reicht. Dann müssen wir erstmal eben gucken, was wir noch haben. Also einmal Wasser. Ja. Den habe ich jetzt natürlich nicht. Jetzt müssen wir. Spinnenaugen haben wir noch genug. Gut, sehr gut. Ich nehme mal ein bisschen Dings mit hier. Ja, ich kümmere mich ein bisschen noch um die Wasserversorgung. Jo. Ich nehme mal das Schwarzpulver mit und die Gehirne, damit wir genug Säure herstellen können. So, was einmal. Für eine Quest waren jetzt fertig? Alles klar, hab's gefunden. Das, den Eimer hätte ich mitnehmen sollen, ne?
Hallo, so. Zombie. Wir machen jetzt einen Deal. Ein Deal? Du stehst jetzt einfach nur noch vor der Chamber Pressure und guckst dir an, wie der Eimer aufploppt. Okay. Dass du das diesmal nicht wieder verpennst. Das ist halt langweilig, da immer zu stehen. Ich kenne das. Crazy. Bist du wenigstens krankgeschrieben? Ja. Wenigstens etwas. Können wir uns Verzauberung zersparen? Ich hab so viele Level. Dann bau dir lieber einen Tank und Speicher. Genau. So, ich brauche noch Plastik. So, jetzt kommt noch was Schönes zugute. Wir können die Plastik-Seeds direkt reinschmeißen. Ja. Und müssen nicht warten, bis die erst zu Plastik werden und dann wieder rausholen. Ich schmeiß mal rein. Ach so, weil die ja weniger Bar brauchen und die werden zuerst. Dein Mikro. Genau, dein Mikro gerade wieder. Also war doch vielleicht doch die bessere Entscheidung, Dings, jetzt gerade war ich glücklich, dass das Mikrofon abgekackt ist. Ja, ne? Alt! Das wollte ich nicht reinschmeißen, Scheiße. Wann macht er denn hier die Straße weiter? Eigentlich ja, Vorstadt, wenn ich mal wieder Stein habe, aber es ist gerade kein Stein da, es tut mir leid. Das ist nicht. Hä, unten in der Kiste war kein Stein. Ja, aber hier oben ist noch genügend. Wir haben einen Cobblestone-Generator. Ja, das wusste ich doch nicht. Dann kann ich ja gleich weitermachen. Gut. Machst du das hier alles aus Stein? So, machst du einmal zu? Für sie? Ja. Er kann eigentlich klar alles aus Stein machen, ja. Nein! Kohle hab ich, wie immer. Ich hab grad nochmal ein bisschen hergestellt, Kohle. So. Jetzt wird beobachtet, ne? Genau. Das Schlimme ist, bei den PCBs musst du auch gleich in der Nähe bleiben. Das ist immer so ätzend. Drüben ist ein Loch. Ein wildes Freezy. Ich gehe gerade die Reise nach Jerusalem. Lauft so lange ihr könnt. Und sucht jetzt immer das offene, das passende Fenster zum Reingucken. Der steht da. Robert, war das ja mal hin und her laufen war. Ja. Mal gerade überlegt, hä? So, jetzt müsste gleich das Plastik aufklappen oder war das schon? Klopf gemacht, ne? Jetzt. Genau, Plastik ist fertig. So, ich hoffe, ich habe mich nirgendwo verzählt. Zwei davon. Und gibt ja noch was Schönes. No problem. Alles klar. Irgendeiner kriegt da gerade Schaden. Nein. Ich hab nur gebrannt. Ich warte ja nur drauf, dass der nächste Tod bei Vorstadt auf der Liste steht. Könnte nicht lang dauern. Ich bin gerade rausgefallen. Wie viele Tode hast du denn schon? Will ich gar nicht. Oh mein Gott. Willst du gar nicht wissen? Ja. Weil gleich der nächste dazukommt, scheiß Bogenwichser. Vorstadt führt mit 5 Toten. Echt? Wie viel hab ich? 0. Das ist sehr schön. Oh. Zweite Stelle teilt sich Sisi. Okay. Dann komme ich. Wenn ich einmal aufgeschafft habe, zu sterben bisher. Da ist er. Denk an die Kohle, dass du die rausnimmst.
Ich hab sie gerade rausgenommen. Das verbringt mir schon wieder nicht. So. Kohle tue ich in die Kiste reinschmeißen. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ah, ist ja geil, dass die so Zeug drauf kriegen dann. Ein Schwert hat jetzt Plünderung 1. Ja, die leveln die Schwerter. Soll ich jetzt die UV-Lightbox bauen? Jetzt kannst du ja, da wir die Sachen haben, die UV-Lightbox bauen. Wir kriegen gleich Besuch von oben, Friedrich. Oh. Oh, eine Cola sollte man nicht trinken. Wieso? Ich hab Geschwindigkeit. Er ist so high, so fly. So, ich hab die UV-Box. Sehr schön. Dann. Wo ist denn der Cobblestone-Generator? Kannst an du der Wand. Hier an der Seite mit anschließen? Hinter dir? Du läufst gerade in die richtige Richtung. Womit anschließen? Hey, ein bisschen weiter nach links. Nimm mal die UV-Box in die Hand. Ja. Und mach genau. Rechtsklick hier unten auf das Eck. Genau. Jetzt ist die UV-Box damit ans System angeschlossen. Das heißt? Wir müssen auch jetzt wieder Druck erzeugen, weil alles braucht immer Druck. Aber erstmal müssen wir was anderes machen. Du hast hier Säure. Hier. Ja? Ja, einmal den Eimer hier in eins der beiden Löcher leeren. Bitte nicht daneben. Gut, ich käme wahrscheinlich rechtzeitig weg. So reinschmeißen oder rechtsklicken? Nein, ganz normal rechtsklicken, als wenn du den Eimer leerst. So, jetzt brauchen wir die PCBs. Ich wollte eigentlich damit den kleinen Pimmel von Robert verschnurren. Ja, das kannst du ja, mal voll vergessen. Ne? Können wir nachher noch machen, das ist kein Thema. Die Säure ist ja nicht weg, die kannst du wieder aufnehmen. Ah, okay. So, jetzt tauchen wir einfach mal die PCBs da drin ein. Oh. Ne, Moment. Ja, wir sind aber schon bei 17 Minuten. Oh. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen und wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.